Leute, willkommen zurück zu Teamfight Tactics mit einem, was soll man sagen, eine Patch-Analyse mit einem Pro-Game natürlich. Von gestern kennt ihr wahrscheinlich noch Awake. Hi. Hallo. Was geht ab? Leute. Ja. Wir sind jetzt hier in Patch 9.15 schon und es wurde so fucking viel geändert. Wir gehen mal ein bisschen durch und geben unseren Senf dazu ab und am Ende des Videos sagen wir euch, was wir derzeit ganz gut finden eigentlich, was sein könnte, was neue Meta-Teams werden. Muss man natürlich erstmal einspielen, ein paar Tage, aber es klingt schon mal ganz gut und das erfahrt ihr dann am Ende, wie gesagt. Aber ja, erstmal gehen wir mal so ein bisschen Systeme drüber hier. Finde ich schon mal ganz geil, dass die Siege-Niederlage-Serie geändert wurde. Was sagst du dazu, dass es jetzt schneller erreichbar ist? Also, es macht schon mal einen großen Unterschied, sage ich mal, jetzt, dass du schneller entweder die Möglichkeit hast, viel Geld zusammenzubekommen, auch auf kurze Dauer, und dass du genauso nicht nur die Siegesserie, sondern auch die Niederlageserie, wenn du jetzt einen schlechten Lauf hast, ja, du auch dadurch, also ich sag mal, der dass du 4 Losers hintereinander hast, da bist du ja eigentlich schon, okay, du weißt, drin, du bist weit hinten. Ja, aber du bist schon in der Serie. Du musst halt gucken, dass du wieder nach vorne kommst, und da finde ich, ist die Anpassung schon sehr gut. Ja. Vor allem in Kombination mit einem Nachfolger an dem Punkt noch, ne? Das ist genau richtig, ja. Ja, erstmal was Lustiges noch. Es gibt neue Klassenabstufungen, also Ganzlinger, Brawler, Shapeshifter und Blademaster. Irgendwie finde ich es ein lustiges Update bekommen, denn all diese Kategorien, alle 4, gibt es nicht 6 davon oder beziehungsweise 9 davon. Braucht also immer mindestens ein Item. Finde ich ganz lustig, vor allem da beim letzten dabei steht bei Blademaster. Da braucht ihr 3 Items, um 9 Blademaster zu erschaffen. Das ist momentan möglich. Viel Glück. Finde ich geil, oder? Es ist einfach geil. Ich muss auch dazu sagen, ich glaube, wenn man 9 Blademasters, wenn man das wirklich schafft, also ich will nicht wissen, wie dieses Team eskaliert. Ja, ja. Also, ich würde es gern mal sehen, es wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen dauern und die Leute werden ein bisschen tüfteln. Auf jeden Fall. Aber ja, wenn es mal dazu kommt, also das müsste eigentlich ein 100% Win sein. Ja, 4 zusätzliche Angriffe, aber du brauchst halt 3-mal das genau richtige Item. Ich glaube, das könnte schwer werden. So 2-mal, ja, aber 3-mal, könnte schon knapp werden. Ja, das könnte knapp. Vor allem, weil die Items ja auch dazu, die will eigentlich fast jeder haben. Ja, ja, ja. Und eine Spatula nimmt man auch immer. Genau, vor allem jetzt, wenn 4 Rassen sozusagen so gebufft wurden, ne? Da wird's eng, ja. Ja, ja, das ist richtig. Aber Leute, jetzt wegen der Win- und Lose-Streak, die man jetzt schnell erreicht, eben auch jetzt hier noch ein wichtiger Punkt, der komplette Damage von fast allem wurde um 1 verringert, was euch eine Möglichkeit gibt, viel länger zu überleben und dadurch halt auch schneller eine höhere Win- oder Lose-Streak zu erhalten und dadurch aber nicht raus zu sein, ne? Also ihr habt länger Zeit, aus der Scheiße wieder rauszukommen sozusagen und euch wieder hochzukämpfen, da ihr einfach viel länger lebt. Das ist schon krass, oder? Also das finde ich eine geile Anpassung. Ich finde auch die erste Anpassung auch sehr gut, weil mir ist das wirklich am meisten, hat mich das gestört, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade gekämpft habe und ich sehe, der hat eine 3-Stern-Elise. Der hat 3 oder 4 Spiderlings gespawnt. Ja, das und genau. Und jedes Spiderling davon hat mir 2 Schaden angerichtet. Das ist halt schon heftig. Es ist so fies. Das hat mich immer schon genervt. Mein Elise prinzipiell ist eine schlechte Einheit, ne? Es ist schwierig, dass die in die Ulti kommt, aber wenn, ist halt echt nervig in den Spielen. Aber zum Glück, wie gesagt, machen die nur mal 1 Damage, ist jetzt nicht mehr tragisch, ne? Also, ja. Ja. Das ist richtig. Aber es ist eine geile Anpassung. Das Spiel ein bisschen länger dauert und es eben nicht so krass glückabhängig ist, da man halt, wie gesagt, mehr Zeit hat, ne? Sein Team zu bauen, Items zu bekommen, Gold zu sammeln, zu sparen, Zinsen, bla bla bla. Karussell, genau. Eine Einheit weniger, ist jetzt nicht wirklich. Ein Item weniger, ja, okay, das vielleicht, aber ja. Ich glaube, das ist nicht so. Ich würde sagen, es ist jetzt nicht so wirklich absolut nicht schlimm, weil es bleibt zum Schluss immer 2 Units über. Genau. Und ja, finde ich jetzt alles krass, ne? Da kann man, glaube ich, genug machen, dass das auf jeden absolut Fall, okay ist. Auf jeden Fall. Assassinen wurden angepasst. Wir gehen jetzt mal durch, bisschen nach den Klassen, so wie es hier vorgegeben ist. Finde ich ganz cool, wie wir das gemacht haben. Da wurde auch einiges geändert. Sie springen nämlich früher und schneller sozusagen hinter die Backline. Und Champions, die keine Assassinen sind, bewegen sich zu Kampf aber langsamer. Und das Geile ist, was ich jetzt cool finde, dass
wenn eben nach hinten gesprungen wird, kann sich zum Beispiel eure Ash aber umdrehen und noch draufballern. Ne? Wird wahrscheinlich nicht viel bringen, aber es ist die Möglichkeit. Das finde ich eigentlich ganz geil. Auch die Helden wurden ein bisschen angepasst, wie ihr seht. Evelyn, mehr Damage, mehr Fähigkeitsschaden. Katharina auch ein bisschen gebufft. Also alles ein bisschen gebufft wieder. Und dieses, ja, sie haben es halt schon krass genervt letztens mit den 125% Crit Damage. Aber ja, ich finde es, ja, man muss halt gucken, ne? Also, das muss man gleich gucken, ob die Assassinen jetzt viel besser sind oder. Also zumindest ich an den Games, die ich bis jetzt hatte, bin ich noch hin und her gerissen. Es sieht ein bisschen danach aus, dass es leichter wäre, damit Champions oder Combos, die nur cornern zum Beispiel, zu countern damit. Aber es ist noch immer eine AI und man weiß halt noch immer nicht ganz genau, wie sie springen. Und das ist halt, ja, schwierig. Und das stört dann auch, wenn du dann trotzdem genau denselben Effekt hast, dass du einfach an der Frontline mit Assassinen stirbst. Und du weißt halt einfach, damit kommst du nicht mehr weiter. Ja, vor allem, ja, weil die keine Assassinen bewegen sich auch langsamer. Ne? Also wenn die durch einen Corner, die bleiben da drin. Ne? Also, ja. Das wird schwer. Ja. Aber das muss man ausprobieren, Leute. Ne? Ist natürlich jetzt alles neu noch. Wir gucken da mal weiter. Halten euch mal auf. Ja, aber sonst, ja, da muss man echt gucken. Dämonen wurden krass genervt. Punkt aus Ende, ne? Ja. Die haben, also, was die Mana-Verbrennung, sag ich mal, angeht, ist da wirklich einiges runtergegangen. Ja. Vor allem ab Level 2, sag ich mal. Und Level 3 natürlich auch, aber allein schon Level 2 bei 35% ist halt schon sehr, sehr heftig. Ja, vor allem Level 3 hat man ja selten gespielt, ne? Meistens war es ja dann Level 2. 4 Dämonen, ne? Genau, wenn du das hinbekommen hast, dass es meistens sehr stark im Late Game ist es dann schon passiert. Und da war 85%, ja, dann, ja. Da hast du halt sagen können, gut, die Unit, die geschlagen, also die gehittet wird von dem Dämon, hundertprozentig, dass der geburnt wird. Bei 85% ist halt die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch. Das sag stimmt, ich mal, das stimmt. Das steht, ne? Ja. Aatrox, krass genervt, also viel weniger Damage. Das vor allem bei 1 Sterne merkt man das extrem. Ne? Von 400 auf 250, das tut weh. Ja. Auch ein bisschen weniger Leben. Und der hat, finde ich, schon vorher nicht viel ausgehalten. Ne? Also bei mir schon schnell umgefallen eigentlich. Aber sie haben halt wirklich was dagegen machen müssen. Weil ja. Du hast halt Aatrox in jeder Combo irgendwie versucht zu spielen. Ja. Weil halt einfach so ultra stark war. Ja. Also nicht nur Aatrox, sondern Dämonen an sich waren einfach zu stark. Da muss man das machen. Das finde ich auch vollkommen okay. Ob sie jetzt zu viel geschwächt haben, ist noch die andere Sache, ne? Das zeigt sich erst noch. Morgana übrigens auch, weniger Fähigkeitsdamage. Die Dame werden wir heute nochmal sehen. Denn ich glaube, die ist jetzt nicht mehr so gut, eben wegen diesem Fähigkeitsschadenminimierung, aber vor allem noch wegen was anderem, wo wir später noch drauf kommen. Aber ja, Dämonen, na, muss man gucken. Ne? Drachen, wichtiger Punkt. Wichtiger Punkt. Letzte Game? War es nicht gestern? Ja, ich glaube, ne? Ich habe das letzte Game nur verloren, weil der Gegner 2 Drachen gespielt hat und 100% Magieresistenz hat. Also ich konnte ihn nicht mit magischen Schaden töten. Ne? Deswegen bin ich dann draufgegangen. Jetzt haben sie es runtergesenkt auf 83%, was ich sehr gut finde. Was eben dann wie die Dragon's Claw ist. Finde ich auch einfach sinnvoll. Ne? Es sind Drachen und das Drachenklauen-Item kann ja nicht weniger Magie-Immunität geben. Bla bla bla. Ne? Finde ich ja ganz gut. Ganz gut. Ganz gut. Shyvana hat jetzt ein bisschen mehr Rüstung. Aurelia soll ein bisschen mehr Leben dafür als sozusagen Ersatz. Und dafür, was ich aber schon wieder krass finde, warum Aurelia soll schon wieder mehr magischen Schaden? Der war von Anfang an, so wie ich das verstanden habe, viel zu stark. Dann haben sie immer wieder genervt. So habe ich es gehört von Erzählungen. Und jetzt buffen sie ihn wieder. Warum denn? Der macht eh so viel Damage. Oder? Ja, also man spielt ihn ja meistens, wenn eh in einer Sorcerer kommt und dann ist er ja eh so oder so der Hypercarry. Ja. Also sie wollen wahrscheinlich wieder, dass die übliche Kombi mit Wild, Sorcerer, Shapeshifter wieder ins Rennen kommt, sage ich mal. Mhm. Also wieder viel vertreten ist. Und werden deswegen auch ein bisschen dran rumgeschraubt haben. Ich meine, wenn du Iranian Solo auf Level 2 hast, hast du 50 Schaden mehr. Ja, ja. Es ist noch handelbar, sage ich damit. Also man kann damit umgehen. Level 3 ist dann eh schon zu krass, sage ich mal. Und vom Leben her, ja, er ist halt, wenn man ihn als Hypercarry hatte, ist er halt wirklich instant umgeflogen. Also der hat wirklich genau
zwei Schläge ausgehalten und war tot, weil meistens hattest du Aurelion Soul erst im Late Game. Und da macht es dann schon einiges aus. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, ja. Aber vorher, wie gesagt, meinst du, so wie ich letztens auf magischen Schaden gegangen bist, bist halt im Arsch, ne? Weil ja. 100%, da ging halt nichts. Jetzt hat man immerhin eine Chance, finde ich geil, finde ich gut und war, glaube ich, auch sehr, sehr sinnvoll. Ja. Elementarmagier wurde nur die Fähigkeitsstärke erhöht von Lissandra und Brand. Bei Lissandra war es auch ziemlich nötig, finde ich, die macht nicht viel, viel Damage. Jetzt sieht es schon anders aus, könnte hart reinhauen. Müssen wir testen, ne? Weißt du, hast du schon Lissandra gespielt inzwischen? Tatsächlich noch nicht. Müsste ich mal wenn selber noch angucken in einer guten Glacial-Combo vielleicht oder grundsätzlich in der Elementals-Combo. Aber es war irgendwie auch klar, dass sie da ein bisschen was anpassen werden, weil sie haben ja immerhin den Golem auch genervt. Also der war ja vor einem Patch ja noch eigentlich wirklich stark. Er ist zwar jetzt auch noch stark, aber sie haben ihn schon mal zumindest von den HPs wirklich einiges runtergesenkt. Und dass da ein paar kleine Anpassungen kommen, das hat man sich fast denken können. Ja, ja. Leider Damage war auch immer minimal von Lissandra. Also das finde ich gut, ja. Finde ich gut. Ist Brand okay. Grundsätzlich auch noch dazu, finde ich, bei Brand finde ich es auch, weil der braucht übelst lange, bis der wirklich mal zu seinem Ulti kommt. Das ist mir auch aufgefallen, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und ja. Du solltest dann auch wirklich belohnt werden, sage ich mal ein bisschen, dass du, wenn das Ulti rauskommt, das Hin- und Her-Bouncen ist zwar super, ne, aber dann erwartest du dir auch guten Schaden. Das stimmt, ja. Ja, ja. Ja, ist gut so. Was ich als nächstes jetzt nicht verstehe, warum sie indirekt quasi jetzt die Beschützer, die Bewahrer gebufft haben. Ich fand die ja vorher schon nicht schlecht, ne? Jetzt hat man ja, früher hatte man 40 Rüstung pro Steigerung und jetzt dann 50, ne? Aber Brand und Leona selbst bekommen das, Braum und Leona selbst bekommen das nicht. Dafür haben sie einfach von denen einfach instant die Rüstung komplett hochgedreht. Also eigentlich ist das nur ein krasser Buff, oder? Sehe ich das anders? Ja, also ich würde auch grundsätzlich Guardians jetzt in sehr vielen Kombos werde ich grundsätzlich mal probieren und ich würde die auch fast überall spielen wollen. Ja, aber was ich verstehe, ich habe es ja vorher schon gespielt, ne? Braum war ja schon immer geil. Also, ja, klar, es gibt ein paar Kombinationen, wo man selbst Braum als Full Tank zum Beispiel an die Frontline stellt. Da kann schon einiges passieren, sage ich damit. Oh, genauso wie mit Leona. Allein die Anpassungen, dass sie von Haus aus so viel Rüstung haben. 100 ist schon eine Hausnummer. Ja, ist schon viel. Da muss man mal gucken, wie das so weitergeht in der nächsten Woche, sage ich mal. Abwarten, Tedringer. Ja. Aber es sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick ziemlich krass aus. Ritter, die nächsten, die Ritter, die Knights. Ne? Vorher war es so, Ritter wehren gewissen Schaden ab durch normale Angriffe. Und jetzt Ritter ignorieren gewissen Damage aus allen Quellen. Also, was sagst du denn dazu? Ja, ich finde, es ist eine gute Änderung. Wegen Magic, ne? Weil, allein schon deswegen, aber ich muss sagen, Knights war am Anfang, oder zumindest am Anfang hat man sie halt gern gespielt, aber Midgame, Endgame hat man einfach, also im Late-Game, dann hat man Knights einfach überhaupt nicht mehr gespielt, weil die halt, oder zumindest nur noch den 2er-Buff halt, weil der 4er- und der 6er-Buff hat sich halt einfach nicht rendiert. Ich muss sagen, jetzt, dadurch, dass sie ja grundsätzlich Anpassungen haben, dass sie alle gebufft worden sind von der Rüstung her, also vom Haus aus schon, macht es schon mal einiges aus und der Buff selbst auf alle Units, da kann man sich sicher eine lustige Combo zusammenbauen, dass da halt wirklich eine Ultra-Tank-Kombination hast, dass der einfach die nicht wegklatschen kannst. Also ich kann mir gut vorstellen, Knights mit Noble, boah, da könnte sich was sehr Lustiges rauskommen. Vor allem, weil ja auch zwei Knights allein schon bei Noble dabei sind. Stimmt, der Noble. ja, das stimmt. Da kommt ja eh auch noch was. Aber da kann man sicher was Lustiges zusammenbasteln, sage ich dazu. Ja, stimmt, das kann auch sein. Noble habe ich da ganz vergessen, stimmt, ja. Müsste man testen, ja, bin ich gespannt. Klingt auf jeden Fall erstmal nicht so schlecht, muss man so sagen, ja. Ninja, das ist auch krass. Also früher war es so, der Angriffsschaden ist gestiegen und jetzt steigt nicht nur der Angriffsschaden, sondern auch die Fähigkeitsstärke. Shen greift schneller an, Zed greift schneller an, Zed hat mehr Rüstung, mehr Angriffsschaden, Entschuldigung. Kennen wurde aber hart genervt, zu Recht, der hat viel zu viel Damage gemacht. Und Akali macht jetzt auch viel weniger Damage. Aber vielleicht mit dem, also wie du schon mal sagtest vorher, wie wir geredet haben, durch diese Fähigkeitsstärke, die man plötzlich dazu bekommt, ist es eigentlich ein Buff, oder?
Also, wenn man sich's ausrechnet, hat man, glaube ich, wenn man einen Kennen Level 2 hat, mit 4er Ninja Buff sogar einen höheren Schaden auch dazu, als man vorher hatte. Also, es waren 56 waren es Krass. eben vor zwei, waren es eben vor dem Patch, wie es genau so steht. Und jetzt nachhinein ist es trotzdem noch immer 450, aber durch diese 60 Zusatzschaden, die man dann eigentlich hat, plus noch. Es ist eine ganz eigene Rechnung, müsste man, wenn, irgendwie dazu noch einblenden oder so. Ja, kommt man, glaube ich, auf 710. Boah. Zumindest hatte ich es so irgendwie nachgelesen. Und das ist dann trotzdem noch immer mehr, als man vorher hatte. Aber natürlich, man braucht diesen 4er Ninja Buff. Ja, Früher war ja. das halt eben nicht so. Vor allem das Problem ist ja auch, bei neuen Updates immer dann will jeder sofort genau diese Teams haben, ne? Und dann wirst Ja, du na da klar. draußen dir schwer tun, genau das halt zu bekommen, ne? Also Na klar, ja. mal. Aber muss man nach angucken. Auf jeden Fall ja. Nobel. Nobel, Nobel. Nobel haben vorher 100 Rüstung bekommen und 35 Leben pro Treffer. Jetzt 60 Rüstung und Magieresistenz. Ist geil, ne? Und plus 35 Leben pro Treffer ist gleich geblieben. Wayne, jetzt ein bisschen weniger Angriffsschaden. Dafür ist das Angriffstempo höher. Voll geil. Ja. Da bin ich auf die 5 Attack scheißen, oder? Ja, man will ja sowieso, dass Wayne Ja. schneller zuschlagt, allein schon wegen ihrer passiven oder grundsätzlich wegen ihrer passiven Fähigkeit, dadurch, dass sie nach jedem dritten Schlag True Damage und davon nicht sehr wenig macht. Garen auch, Schaden weniger, dafür Attack Speed höher. Also ich finde das alles geil. Fähigkeitsschaden von Garen am Ende Einiges. 810. Das ist schon Ja, krass. also wenn man einen Level 3 Garen hat, kommt da schon einiges rüber. Dafür ist er aber im Low-Level-Bereich, also im Early Game, also Ja, mit ja. 360 Schaden schon stark genervt worden, sage ich Das stimmt, mal. das stimmt, das stimmt, das stimmt, ja. Wenn er Level 2 ist, ist er eh komplett gleich geblieben. Aber zumindest macht er jetzt nicht mehr den starken Schaden, sage ich mal, wie vorhin mit 450 Schaden. Das ist schon ein bisschen was gewesen. Aber prinzipiell geil, also statt 100 Rüstung nehme ich auch lieber 60 Rüstung und 60 Magieresistenz, ne? Na klar, vor Das ist allem wenn schon geil. man Noble dann sowieso eben kombiniert, genauso mit dem zusätzlichen Buff, was man jetzt hat mit Guardians, da kann schon sicher eine lustige Combo Ich denke auch, ja. rauskommen. Ich denke auch. Pirate wurde erhöht, dass man mehr Gold bekommt aus den Piratentruhen, die spawnen. Graves greift schneller an, wie auch nicht schlecht. Twisted Fate, verbesserte Ausführungsgeschwindigkeit, also ich glaube schneller wahrscheinlich heißt das, ne? Und er macht auch mehr Damage. Ja, wird man, glaubst du jetzt eher Twisted Fate spielen? In einem Sorcerer-Team vielleicht? Oder in einem Piratenteam? Glaub, weiß nicht. Also ich würde Twisted Fate grundsätzlich aus dem Grund nur wenn spielen, wegen seiner Vielfalt, die er hat. Also wenn ich zum Beispiel einen Twisted Fate, der zweimal eine Blue Card in meinem ganzen Team drin zündet, macht es halt extrem viel aus. Also das Mana generiert ja bei jedem Champion, der daneben steht. Und wenn das noch schneller ausgeführt wird, ja, würde ich mal testen, würde ich auch gern probieren. Fähigkeiten-Schaden wäre jetzt, würde ich, aus dem Grund, ist zwar stark, wirklich, das ist um einiges Erhöht, mehr ja. jetzt da, sage ich mal, aber da muss man noch testen. Es Ja. gibt wirklich ein paar gute Sorcerer, die man gern spielt. Klar, Twisted Fate ist neu, bei dem hat man erst mal gucken müssen, okay, wie passt der am besten rein, wie synergiert der. Ja, da kommt sicher noch was sag ich dazu. Ich habe schon Da gesehen, in kommt einem 6er Sorcerer-Team war der auch drin. Sah gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. was. Ja, kann schon gut Ja, sein, dass ja. da jetzt so wieder was kommt. Muss mal gucken, muss mal gucken. Dann, Leute, ich glaube, eines der krassesten Buffs zurzeit, Void, oder? Also, Alter, Alter. Sie Also, verursachen jetzt True Damage, Leute, also, ja, absoluten Schaden. ich sag mal dazu, es wird wahrscheinlich so die neue Early Combo sein. Dass du jetzt eben guckst, auch am Anfang, dass du im Early-Bereich schon Void hast, weil es ignoriert halt einfach. Es ist True Damage. True Damage ist immer schön. Da kann egal was kommen. Scheiß Das auf ist wirklich. Rüstung und so weiter, ja. Ist auch Ja. cool, Kha'Zix bekommst du am Anfang ja oft schnell, Kassadin ihn auch, ne? Also das geht recht schnell, ne? Rek'Sai erst am Anfang Genau. auch oft schon, also das, ich glaube schon. Vor allem, du spielst dann gern diese Champions auch im Late Game. Ja, wird man Also, sicher sehen, ja.
Du tauschst sie dann auch nicht im Midgame so aus, sondern du wirst wahrscheinlich die weiterhin forcen. Denkst du auch, dass man Kha'Zix auch im Late Game noch spielen dann wahrscheinlich? Ich glaube nicht, oder? Wenn man die Assassins, also zumindest das müsste man jetzt testen, aber wenn man die Assassins jetzt wieder ins Game bringt, dann bestimmt. Ja, Da stimmt, versucht man ja. dann wahrscheinlich auch noch den Void Buff auch in der Assassins-Combo mit drin zu haben. Würde Sinn machen, ja. Ja. Bin auch gespannt, ja. Aber Void könnte echt auf jeden Fall ziemlich krass werden. Finde ich geil, finde ich geil. Bestimmt, find ich geil. Bestimmt, ja. Dann haben wir noch Yordle. Ja, ich hasse Yordle, Leute. Ich sag's euch ehrlich, ich mag die Claire nicht. Ganz einfach, ich mag sie nicht. Vorher war es so, bei 3 Yordle 25% Ausweichchance, jetzt 30. Bei 6 Yordle war es vorher 60, jetzt 55. Also es ist mit 3 besser geworden, mit 6 schlechter. Und Lulu hat weniger Rüstung, Vega ein bisschen mehr Leben und Gnar ein bisschen mehr Damage. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so ein großer Unterschied, oder? Bei Yordle, das wird man kaum merken, oder? Ich denke mal, es werden die Leute jetzt dann eher mehr Dreier spielen. Ich meine, es war vorhin schon des Öfteren der Fall, dadurch ja vorhin schon ein paar Anpassungen waren bei gewissen Yordle-Champions. Poppy zum Beispiel ist sehr, oder zumindest vom Schaden her, den sie austeilt, einiges gebufft worden. Das macht natürlich dann schon einiges aus, warum du jetzt im Anfang, also besser gesagt im Early Game, dann schon Yordle bauen würdest. Ist ja auch Knight, ne? Passt ja auch da wieder gut rein. Auch noch dazu, aber du hast ja halt einfach die Möglichkeit von Anfang an gleich mal diesen Dreier-Yordle-Buff zu bekommen. Das heißt, die 30%, glaube ich, sind schon mal eine gute Verstärkung. Ja, ja. Und wenn du geplant hast, 6er Yordle zu spielen, dann wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass du ja recht früh dann wieder rausfliegst, dadurch, dass eben die 55% jetzt und du bist halt absolut nicht gegen Magie gewappnet. Genau, ich mal, das ist das nächste. Ja, die Sorcerer sind jetzt auch ein bisschen besser, also das ist auch wieder Kacke. Also, ja. Aber Dreier finde ich, glaube ich, noch immer gut. Ja, waren vorher auch nicht so schlecht, aber ja. Genau, also man kann die sicher in einigen Teams jetzt mit einbauen, sage ich. Ja. Ein gutes Trio, sage ich mal. Ja. Aber ja. Dann, Leute, weitere Champions noch, die jetzt nicht so dabei standen, ist Blitzcrank, hat jetzt weniger Mana, was wahrscheinlich bedeuten soll, oder halt der Effekt sein soll, dass er schneller seine Ulti nochmal zünden kann. Ash, bisschen mehr Attack-Damage, finde ich geil. Kindred, auch ein bisschen mehr Schaden. Morgana, da kommen wir jetzt nochmal zu der Dame. Die Ausführungsdauer der Fähigkeit von 0,35 Sekunden auf 0,5 Sekunden ist halt schon ein großer Unterschied, finde ich. Und dazu noch, dass sie jetzt weniger Damage macht, haben wir vorgelesen, finde ich Morgana jetzt gar nicht mal mehr so geil, muss ich ehrlich sagen. Also, ich denke nicht, dass die jetzt noch so viel gespielt wird. Da denke ich eher zum Beispiel, dass statt Morgana ist vielleicht mehr Leute jetzt eben halt unsere Piraten hier spielen. Unser Twisted Fate, kann ich mir gut vorstellen, ne? Sagst du denn dazu? Kann ja gut sein, ja. Also, ich habe jetzt zwar die Morgana noch nicht in Action gesehen, aber grundsätzlich der Demon Nerf, der gekommen ist, macht schon mal einiges aus. Dann zusätzlich jetzt im Morgana hast du gern gespielt, wenn du die mitten in der Gruppe drin stehen hattest, macht die halt schon, die hat einiges rausreißen können. Oh ja. Und da macht es, glaube ich, schon auch einiges aus, eben wie oft, zumindest bei mir war es schon des Öfteren so, dass du genau in dem Moment gestorben bist, als Morgana noch ihren Ulti rausbekommen hat. Und da, glaube ich, macht genau diesen 0,15 Sekunden machen da vielleicht ein bisschen was aus, dass du halt eben ich glaube schon, ja, doch nicht die Ulti durchbekommst oder die doch nicht durchkommt und du doch noch deinen Sieg bekommst oder halt eben verlierst deswegen. Ich glaube schon, dass das einen großen Unterschied macht. Das liest sich wenig, ne? 0,5 Sekunden ist ja nicht viel, ne? Aber ich glaube schon, dass das wirklich sehr spürbar ist, ja. Yasuo macht mehr Damage, finde ich auch geil. Und Karthus, Alter! Also Karthus... Alter, Leute! Der hat vorher schon mit Items Hour gemacht. Ja. Aber der wird jetzt noch mehr Hour machen. Auf jeden Fall. Man guckt euch den Damage an, Leute. Ne? Das ist Wahnsinn. Und er trifft mehrere Ziele. Was sie nicht geändert haben, ist die Ausführungsgeschwindigkeit. Also wie schneller die Ulti einsetzt. Ne? Das ist noch gut zum Glück. Ne? Weil wenn das jetzt auch noch schneller wäre, dann wäre er OP. Das ist richtig. Vor allem, ich finde auch den Sprung, auf, wenn man Karthus Level 2 hinbekommt, eben mit 9 Einheiten, also da kann ein volles Team vor dir stehen und trotzdem trifft es jeden. So geil, so geil. So, jetzt, früher hat man halt immer gehofft ein bisschen, dass man doch die eine Einheit, die Hypercarry-Einheit, doch nicht getroffen wird von Karthus Ulti. Übelst froh gewesen, wenn es so war, aber... Ja, das wird sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr spielen. Ja, das ist krass. Ist bei 5 schon die Chance viel höher als bei 4. Also es ist geil.
Ja, da bin ich auch gespannt. Wird also umso schwerer für euch da draußen, sie zu picken. Das ist das Nächste, ne? Die Einheit zu picken. Das ist einfach dann. Gegenstände wurden auch ein bisschen angepasst. Das Amulett, muss ich sagen. Gibt jetzt nicht mehr 200 Schild dem kompletten Team, so wie es vorher war, was neben stehen, ne? Sondern nur mehr für 4 Sekunden 250 Schild. Finde ich viel besser, das ging mir immer auf die Nerven, wenn da so Ranger noch ganz hinten gestanden sind, ne? Und den kompletten Kampf durch hatten die halt noch ihr Schild, ne? Weil ich es nicht angegriffen habe, zum Beispiel. Und jetzt verlieren sie es einfach. Ich finde das gut. Wie findest du ja. das? Ja, also ich würde mal sagen, ich würde da, wenn ich wirklich, ich würde es grundsätzlich nicht mehr bauen, sage ich mal. Ja, das würde ich auch. Ich würde das halt wirklich nur dann bauen, wenn ich weiß, okay, ich habe eine Frontlane, die halt, die würde ich direkt ganz am Anfang hinstellen. Das heißt, damit sich diese 250 als Schild auch auszahlt. Weil die 4 Sekunden, die können schnell vorbei sein. Und meistens ist es auch so, wenn es kommt darauf an, wie du dich positionierst, aber dann wird meistens eine oder zwei Units angegriffen und möglicherweise bei den anderen Units läuft dann einfach das Schild aus und das will man ja nicht. Also es ist der Gegner, dann will man schon. Ja, natürlich schon, das ist richtig. Ja. Und Ionic Spark wurde gesenkt von 200 auf 150 Schaden. Wird man sich auch spüren? 50 ist schon ein großer Unterschied. Wird man aber spüren? Aber man trotzdem spielen, oder? Also schlecht finde ich es ja trotzdem jetzt nicht, ne? Ja, also trotzdem auch noch immer spielen, weil grundsätzlich, ich sag da immer dazu, Neonic Spark, man sieht zum Beispiel einen Draven ohne Blattdürster, weil meistens, wenn man eine Cyber Carry Draven spielt, hat man auch Blattdürster drauf, aber der setzt so schnell sein Ulti ein, weil jedes Mal, der kriegt so schnell wieder seine Äxte, auch wenn er schon die Aufladungen hat, da kann schon gut sein, dass der einfach aus der Backline den Draven wegburnst, nur mit Ionic Spark. Also der Schaden wird trotzdem noch immer da sein, man wird es trotzdem noch immer bauen. Ja. Silence, Dauer von 5 Sekunden auf 3 Sekunden, ja, trotzdem geil, oder? Silence ist doch 3 Sekunden, das ist schon lange in so einem Fight, oder? Es ist trotzdem, also in gewissen Situationen denkt man sich, wie lange können 3 Sekunden oder besser 5 Sekunden sein. Ich glaube, es wird auch jetzt noch den Moment geben, wo man sich denkt, wie lange können 3 Sekunden sein. Aber, schon es ist schon ein Nerf, sage ich. Also, ja, ein Nerf auf jeden Fall, noch, ja. Es ermöglicht schon noch, wenn man als zum Beispiel der Gegner spielt eben mit dem Item und genau dieser Champion stirbt, du bist ja halt trotzdem, wenn der den letzten Hit noch mit Silence Drang bekam, ist er trotzdem 5 Sekunden noch übelst lange. Ja. Und die paar Sekunden machen es dann zum Schluss meistens aus. Ah, bin gespannt. Und Static Strike finde ich jetzt nicht so einen krassen Nerf, 100 oder 90, ich finde es noch immer geil. Was sagst du? Ja. Also sofort, klar, also ich würde das trotzdem noch immer bauen. Ja. Durchgehend, also eines der Must-Haves-Items, sage ich mal, wenn man Ranger oder dementsprechend Gunslinger, Lucian oder egal was in der Hinsicht, alles was schnell angreift, sofort bauen. Ja, habe ich letztens gemerkt, ich habe 2 Static Strike auf einer Einheit, das ist krass, das ist krass. Vor allem, es deckt ja auch, also es macht dann schon übelst viel aus. Auf jeden Fall, ja. Also ich finde es nochmal geil, ja. Sonst waren nur Verbesserungen hier der Grafikeffekte und ein paar Fehlerbehebungen, die jetzt nicht so gut funktionieren. Da reden wir jetzt erstmal nicht mal drüber. Ich würde sagen, zum Abschluss reden wir noch drüber. Was denkst du denn, was wird jetzt so die Meta? Welche Team-Kombi, was du denkst? Also nicht, was jetzt hundertprozentig kommt, sondern was sich gut anhört, gut anfühlt. Ne? Also gut anfühlen und von Lesen her grundsätzlich Void. Also jede Combo, die irgendwie Void mit einbauen kann, das macht halt wirklich sehr viel aus. Und man sollte das besser auch im Late Game nicht unterschätzen, weil im Late Game guckt man natürlich, dass man Units hat, die dementsprechend was aushalten. Also dass du halt einen Unit hast mit Dragonclaw oder halt eben Thornmail, aber das ist den Voids egal. Ja. Die hauen trotzdem den Schaden, den sie stehen haben, den hauen sie raus. Auf jeden Fall. Und das kombiniert mit Items, da könnte schon was ganz Böses entstehen, sage ich. Also mal. Denkst du, die Voids sind jetzt die neuen Demons sozusagen? Die Voids werden jetzt hundertprozentig mal, also für bis irgendwie eine Counter-Combo gefunden wird bestimmt jetzt mal die durchgehend gepickt werden. Das ist auch das, ne? Die Frage ist, was nimmt man dann eigentlich, ne, wenn man die halt nicht bekommt, weil die jeder haben will, ne? So wie halt zum Beispiel jeder Ganzlinger, der wegpickt, ne? Weil jeder Ganzlinger spielen will und so weiter. Wenn man jetzt keine Yordle bekommt, muss man, keine Void bekommt, muss man auch wieder aufpassen halt, ne?
Muss ich halt mal rausstellen, wie die Assassinen zum Beispiel ziehen, ne? Ja, also es ist von dem her, man kann ja auch wiederum, dass der Vorteil an Void ist oder an den Units selbst. Mhm. Es sind zwei 1er Units und eine 2er und eine 4er Unit, die im Void-Bereich sind. Das heißt, du wirst höchstwahrscheinlich für Joe meistens gehen. Also sobald du Joe siehst, nimmst du ihn, mhm. weil halt eben am wenigsten im Pool ist. Eine 1er Unit ist wirklich sehr oft im Pool. Eine 2er Unit ist sehr oft im Pool. Aber desto weiter man von den Units, von den Kosten nach oben geht, desto weniger sind im Pool. Und natürlich, wenn jeder auf diese Combo geht, am Anfang geht's noch bei den Einsern. Ne? Aber wenn man dann zum Schluss hinkommt und die 4er-Units dann forcen möchte, ja, da kann's dann schon sehr lange und sehr viel Gold kosten. Da wird's dauern, schon grad, ja. Bis man dann halt wirklich seine Combo dann halt eben vervollständigen kann. Vom Kassadin, K6, Rek'Sai, kennst du, das sieht man am Anfang ständig, ne? Also ja. Vom K6 habe ich jedes Game gefühlt mindestens 12 Mal am Anfang. Sehr ständig gefühlt, ne? Und das ist richtig. Also das, ja, das wird schon. Aber was denkst du, was jetzt noch krass mit Void in Kombination? Was gibt's sonst noch? Was meintest du vorher? Noble, also Knight Void, zum Beispiel? Ja, das war's grundsätzlich. Und ich würde sogar Noble, Guardians auch, mit Knights... Als Kombination, ich glaube, da kann man ein unsterbliches Team zusammenbauen. Oh, also ja. Wenn ich mir so die Stats, also grundsätzlich Guardians bufft, Noble bufft und dazu die Knights das ganze Team blockiert jetzt, also nicht nur die Knights, sondern das ganze Team, da kann schon gut sein, dass da einfach mal Units stehen, die drauf einschlagen und es passiert einfach gar nichts. Vor allem, du hast jetzt keinen Aatrox mehr, der kommt und drauf haut. Ja, das ist zumindest, also da kann man wahrscheinlich eine unsterbliche Combo draus basteln. Muss man natürlich noch schauen, wie es dazu kommt, aber ja, kann bestimmt passieren. Ja, bin ich auch gespannt, ja. Und vor allem, wie die Leute das auch checken halt, ne? Wie schnell checken überhaupt alle, dass das und das gut ist so in der Kombination und dann, falls sie es erst spät checken, ist dann schon das nächste Update wieder da, der nächste Patch. So ist es. Ja. Das ist das Coole, es sind jede Woche gepatcht. Das ist geil. Das ist echt geil. Also, man merkt anhand dadurch, dass es jedes Mal gepatcht wird, dass Riot sich da wirklich Gedanken drüber macht. Ja. Und man sieht es auch anhand der Zahlen, wie viele Leute es spielen. Also da wird sicher noch einiges passieren. Also ist auch krass, auf Twitch, das geht richtig ab, das Game. Ist echt krass. Ja, also das ist jetzt so gesagt, Auto Chess ist jetzt das neue Battle Royale, sag ich mal. Richtig, dazu. Richtig. Es haben schon viele den Witz gemacht, jetzt wird jedes Game statt einem Battle Royale-Modus einzubauen, einen Auto-Chess-Modus einzubauen. Also das nächste Call of Duty dann ist mit Auto-Chess, ne? Ganz einfach. Gut möglich. Ganz einfach. Ihr werdet merken, welche Firmen plötzlich auf den Hype aufspringen. Was einer mal gesagt hat, was ich mir gut vorstellen kann, Supercell ist also ein typisches Mobile-Game-Hersteller, ne? Mit Clash Royale, Clash of Clans und so weiter. Dass die da einen Auto-Chess machen, ist sehr wahrscheinlich. Und wenn die das machen, wird das hundertprozentig auch erfolgreich. Also ich bin gespannt, wie viele vor allem Mobile-Hersteller darauf den Zug aufspringen werden. Ich hoffe ja immer noch, dass TFT auf Mobile kommt, damit ich nachts im Bett weiterzocken kann. Aber mal gucken, ja, ob TFT den Sprung schafft. Auf jeden Fall könnt ihr euch sicher sein, dass viele Mobile und auch natürlich am PC, aber ich denke sogar mehr Mobile-Hersteller da aufspringen werden auf diesen Auto-Chess-Zug. Und ich finde es immer cool, dass Dota sowas einläutet. Das finde ich halt immer geil. Weil Dota war ja auch die erste MOBA-Mod von Warcraft. Ist geil. Das finde ich mal lustig. Und ja, Leute, wenn ihr irgendetwas anderer Meinung seid oder etwas hinzufügen würdet gerne einfach in die Kommentare schreiben. Ganz einfach. Und wenn es euch gefallen hat, gerne auch ein Abo da lassen am Kanal. Ich will das Game auf jeden Fall weiterzocken. Ich habe so Bock drauf, dass es mir gerade ehrlich gesagt egal ist, wie viele das angucken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke an Awake, an unseren Pro-Gamer hier. Hört sich immer cool an, wenn ich als Pro-Gamer Du bist Top 700, Top 500, was auch immer, sehr weit oben in der EU gerade. Ich bin auch schon Platin, ich bin auch schon Pro, ne? Ja, also. Aber ja, auf jeden Fall Dankeschön. Jo, gerne. Und immer wieder gerne. Leute, ich vielleicht sehen wir uns nächsten Mittwoch, Donnerstag wieder, wann auch immer, kommt drauf an, weil das Update kam ja diesmal ziemlich früh. So war es ein bisschen scheiße. Deswegen kommt das Video erst am Donnerstag heute. Und das nächste Mal kommt hoffentlich früher und wir sehen uns dann. Viel Spaß, Leute. Haut hart rein mit eurem Void-Team und ciao. Ciao, ciao.